Erfolg generieren. Erfolg generieren. Das ist doch im Moment in aller Munde. Natürlich auch bei mir, in meinem Bereich, was Ernährung, Training, Achtsamkeit anbetrifft, geht es immer darum, auch mit dem, was man tut, erfolgreich zu sein. Das ist ein ganz normales menschliches Verlangen, dass wenn wir was anfangen, wenn wir uns mit irgendwas beschäftigen, möchten wir natürlich am Ende unseres Vorhabens natürlich Erfolg haben. Und für den Erfolg gibt es natürlich unterschiedliche Mittelchen, wie man da hinkommt. Da gibt es die natürlich mega geile Bücher, Erfolgsstrategien, da gibt es tolle Ratgeber, da gibt es tolle Seminare, da gibt es richtig viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und mit denen man sich beschäftigen sollte. Ganz klar. Aber jetzt kommt was extrem Wichtiges. Erfolg generieren. Ist es wirklich nur möglich, indem ich Bücher lese? Ist es wirklich nur möglich, indem ich Seminare besuche? Ist das letztendlich tatsächlich der Weg, der einem ans Ziel bringt? Es sind Möglichkeiten, die uns unterstützen. Das sind wichtige sozusagen Etappen, die man benötigt, um erfolgreich zu sein. Aber letztendlich, wenn wir mal wirklich ganz runtergehen in die Basis, so ganz in den ersten Grundstein des Erfolges, was ist es eigentlich? Oder woher kommt das eigentlich? Der Erfolg entsteht in unserem Hirn, in unserem Gehirn. Da drin, in diesem melonengroßen Teil zwischen 1280 und 1340 Gramm, ist letztendlich begraben, wo wir hinkommen. Wir können auf Seminare gehen, wen wir wollen. Wir können Bücher lesen, wen wir wollen. Das können die besten Bücher sein, das können die größten Wissenschaftler sein. Letztendlich, ob unser Vorhaben von Erfolg gekrönt ist, dafür ist unser eigenes Hirn dafür zuständig. Und zwar die Gedanken, die wir tagtäglich mehr oder weniger gewollt produzieren, denn viele Gedanken, die wir produzieren, sind nicht gewollt. Viele Gedanken kommen automatisch. Oftmals versucht unser Gehirn, unseren Streich zu spielen. Es fällt zurück in die Vergangenheit. Manchmal rennt es vor in die Zukunft, projiziert uns irgendwelche Dinge in den Kopf, die ja mit der Realität so nicht vereinbar ist. Manchmal stolpern wir wieder zurück, letztendlich wieder in die Vergangenheit, halten uns da mit vielen unnötigen Punkten auf, grübeln über Dinge nach, die schon längst vergangen sind. Und was machen wir dadurch? Wir vergeben dadurch unser Erfolgspotenzial, indem wir letztendlich unser Gehirn nicht so benutzen, wie wir es benutzen könnten. Was ist da eigentlich der Hintergrund dafür? Wir haben ja alle gleiche, jeder Mensch hat ja ein Gehirn. Und dieser Gewichtsunterschied von männlich zu weiblich, das hat keinen großen Unterschied in der Intelligenz. Es ist halt so. Aber warum funktioniert es beim einen, der liest die gleichen Bücher wie der andere und der nächste liest Bücher, geht auf Seminare und es funktioniert nicht? Was ist letztendlich der Hintergrund dafür, dass der eine erfolgreich ist und der andere nicht? Hat es nur was mit den Genen zu tun? Ist es wirklich nur so, dass die Gene dafür verantwortlich sind? Ja, jetzt kommt eine wichtige Info. In unseren Genen sind natürlich Grundinformationen verankert. Die bekommen wir mit. Einmal natürlich ganz weit zurückliegend von unseren gesamten Vorfahren. Und dann haben wir natürlich unmittelbar unsere Vorfahren, Mama, Papa und natürlich eben auch die Oma, Opa. Da bekommen wir unsere Verankerung, da bekommen wir unsere Mitgift. Die bekommen wir mit. Und die sind da, die warten nur zu wachsen, je nachdem, was sie sind. Wir haben einmal natürlich genetische Mitgift. Müsst ihr euch so vorstellen, ich mache immer dieses schöne Bild von der leeren Wiese, einfach ein Acker, wo nur Erde ist. Da wächst nichts. Aber es sind natürlich Samen im Boden. Die bekommen wir mit als genetische Mitgift.
Und jetzt steht's und fällt's natürlich damit, welche Samen wir gießen. Sind es die Samen des Unkrautes oder sind es die Samen der Blumen, der wunderschönen Pflanzen? Auch da wieder zuständig dafür ist natürlich, sind unsere Eltern, was spielen unsere Eltern uns vor? Wie sind unsere Eltern? Wie sind unsere nahen Verwandten? Wie sind unsere Geschwister? Auf welche Feste gehen wir als Kinder? In welchem Kindergarten sind wir? Welche Kinder lernen wir kennen? Was gucken wir uns an? Welche Programme gucken unsere Eltern im Fernsehen? Wo sitzen wir mit hin? Welche Gespräche hören wir zu? Das ist unsere Gießkanne. Ja, und mit dieser Gießkanne gehen wir natürlich her und fangen an hier, da mal ein Pflänzchen, da mal ein Pflänzchen, ups, Unkraut, ups, Unkraut, ups, Unkraut. Nicht schön. Und die ganzen Blümchen, was zum Beispiel Leistungsfähigkeit anbetrifft, was zum Beispiel Motivation anbetrifft, was zum Beispiel gesunde Ernährung anbetrifft, guten Schlaf, regelmäßig schlafen zu gehen, in seine Gesundheit investieren, wird uns nicht vorgespielt. Wir können es nicht spiegeln. Über unsere Spiegelneuronen ist es nicht möglich. Also immer schön weiter die hässlichen Pflänzlein gießen. Das Unkraut wuchert immer größer und was passiert? Die Blüten können nicht nachwachsen. Dieses Szenario hat man tatsächlich. Das kann passieren. Das kann tatsächlich passieren und somit sieht man ja, dass das nahe soziale Umfeld letztendlich auch verantwortlich ist, wo landet jemand tatsächlich. Es gibt Menschen, die wachsen in einem katastrophalen sozialen Umfeld auf. Die haben leider Eltern. Eltern können wir uns nicht raussuchen, die ihnen keine gute Saat mitgeben, die ihnen aber auch trotz schlechter Saat auch dafür sorgen, dass sie tatsächlich durch ihre Verhaltensweise auch noch spiegeln, dass die schlechten Unkrautsamen weiterhin gegossen werden. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, egal wie schlecht die Informationen sind, egal wie schlecht man sie gefüttert hat, es kann der Tag kommen, wo es Klick macht. Es kann der Moment kommen, wo es Klick macht. Unser Gehirn ist formbar. Natürlich ist eine Masterclass-Herausforderung, wenn man nur Scheiße erlebt hat, nur schlechte Vorbilder gehabt hat, dass man dann ganz in den anderen Bereich reinswitcht. Ich hatte das Vergnügen, durfte in einen anderen Bereich reinswitchen. Warum das so gewesen ist, möchte ich jetzt nicht groß drüber reden. Ich hatte keine einfache Kindheit. Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt so ein Feld mit lauter schönen Blümchen, die man gießen kann. Da waren schon viele Dinge dabei, die waren nicht gut. Ich hatte irgendwann, ja, die Chance, mich zu ändern. Irgendwann war Klick, du brauchst neue Vorbilder. Klick, du brauchst neuen Mindset. Das war zu der Zeit unbewusst. Ich wusste nicht Mindset, Glaubenssätze, neue soziale Umfeld. Ich habe intuitiv gehandelt, intuitiv habe ich mich neu orientiert. Ich bin in den Sportbereich gegangen. Das bin ich heute da, wo ich bin. Das war tatsächlich so, dass ich mich mit diesem Sport beschäftigt habe. Und wenn du dich mit dem Sport beschäftigst, dann solltest du auch, um Erfolg zu haben, dich gesund ernähren. Da habe ich mich mit gesunder Ernährung beschäftigt. Dann habe ich mich beschäftigt, ja, wie komme ich ans Ziel, wenn ich was erreichen möchte? Die besten Gene hast du nicht, weil du, ups, Licht vergessen. Sorry. Licht habe ich vergessen. Ich brauche noch Licht. Moment. Die besten Gene hast du nicht, auch für den Sport nicht. Die besten Voraussetzungen, nein, hast du nicht. Aber ich habe entdeckt, dass man mit einer Fähigkeit viel erreichen kann. Und das war die sogenannte Disziplin. Mit Disziplin war mir klar, Disziplin schlägt Gene. Ich wusste es nicht als 18-, 19-Jähriger, dass Disziplin Gene schlägt. Mir war es nur bewusst, nimm die Taktik. Die hat Vorteile, tu es, mach es einfach, ohne zu überlegen. So, und da hat sich für mich rauskristallisiert, okay, also durch gewisse Maßnahmen, Disziplin, kannst du Sachen erreichen, die so nicht möglich wären, die in deinen Genen so nicht eingeschrieben ist. Das heißt, du kannst irgendwann auch mal komplett das ganze Unkraut abmähen und kannst dafür sorgen, ab einem gewissen Alter, wenn du selbstständig denken kannst und in der Lage bist, dich selbst zu hinterfragen, den Spiegel vorzunehmen, kannst du anfangen, dein Gehirn neu zu formen. Du kannst deinem Gehirn neue Informationen geben. Du kannst dein Gehirn versorgen mit Wasser für die gute Gießkanne, für die guten Samen. Diese Macht haben wir, dieses Potenzial haben wir. Und deswegen Erfolg generieren. Wie geht das eigentlich?
Geht es nur über Weiterbildungsmaßnahmen? Geht es nur über die besten Gene? Geht es nur, weil meine Eltern dafür sorgen, dass ich auf die Uni gehen kann? Geht es nur dadurch, weil ich einfach eine gute Grundpositionierung habe durch meine Eltern? Ist das wirklich so? Nee, das ist nicht so. Es gibt zigtausende von Menschen da draußen, außer mir auch, gibt es zigtausende Menschen da draußen, die immer wieder beweisen, dass es geht. Die immer wieder beweisen, dass trotz schlechter Positionierung, dass trotz schlechtester Voraussetzungen maximale Erfolgsgeschichten geschrieben werden können. Und das ist das Faszinierende, was mich schon immer fasziniert. Was mich schon immer fasziniert, sind Menschen, die auf dem Nichts auftauchen, irgendwann da sind und du sie anguckst und mit ihnen unterhältst und denkst, Alter, was sind das für Raketen? Die bestehen doch auch nur aus Haut und Haaren. Die haben auch nur zwei Augen, zwei Ohren, einen Mund, Hände. Aber warum gehen die so ab? Was ist deren Potenzial? Woher kommen die? Warum sind die so geil und gut? Alter, hier, unser Gehirn ergibt so viel Potenzial, so viel Möglichkeit an dieses Gehirn. Natürlich funktioniert es beim einen schlechter und besser, aber nichtsdestotrotz haben wir es immer noch in den Händen, auch wenn es vom Grund her scheiße ist, haben wir die Möglichkeit, über die richtigen Informationsquellen, über die richtigen Menschen, über die richtigen Maßnahmen, ja auch gesunde Ernährung, ja auch regelmäßig Sport machen, ja auch Achtsamkeitstraining, was zu tun, unser Gehirn zu trainieren. Schaut mal, im Fitnessbereich, im Kraftsportbereich, wenn die Beine besser werden, wenn der Bizeps, die Brust größer wird, wenn der Körper sich verändert, warum verändert er sich? Weil wir unsere Muskulatur trainieren. Und das können wir auch mit unserem Gehirn. Wir können unser Gehirn trainieren, das ist trainingsfähig, das ist fähig dazuzulernen und zwar egal in welchem Alter. Es können neue Informationen aufgenommen werden, die können mit alten Informationen vernetzt werden, die alten Informationen können überschrieben werden. Es entsteht ein neues Netzwerk von Informationen. Aber dafür brauche ich ein Training, dafür muss ich motiviert sein, dafür sollte ich motiviert sein, diese neuen Informationen aufzunehmen, meine neuen Informationsquellen eben entsprechend zu bestimmen. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man sich das richtige Umfeld aussucht. Deswegen gibt es ja diese Sprüche, zeig mir deine Freunde, ich zeig dir, wer du bist. Zeig mir dein soziales Umfeld, ich zeig dir, was du kannst. Zeig mir die 5 Personen, die um dich rum sind und ich kann dir sagen, wo du bist und wo du landen wirst. Das ist ganz klar, weil wir immer Menschen spiegeln, weil wir immer Verhaltensweisen spiegeln werden, immer. Es fängt als Kind an über unsere Spiegelneuronen. Wir werden unsere Eltern spiegeln. Wir werden unsere Verwandten spiegeln. Wir werden die Menschen spiegeln, die im Kindergarten neben uns sitzen. Und als Kind ist es schwierig. Es ist schwierig. Deswegen sind Eltern manchmal ja, zu verfluchen, weil ihnen gar nicht bewusst ist, welches Potenzial sie verstreichen lassen, wenn sie ihnen, ihren Kindern nicht die besten Voraussetzungen geben. Das muss kein Internat sein, das muss kein Ferrari sein, das muss kein Hawaii-Urlaub sein, muss gar nichts. Sondern es muss eine gute, harmonische, gesunde Basis für Kinder sein. Schöne Verhaltensweise, Ehrlichkeit, Diszipliniertheit, Offenheit von den Eltern, Korrektheit, Selbstbewusstsein. Das sind die Eltern, das spiegeln die. Und unser Gehirn, das Kind, das Gehirn des Kindes, nimmt es auf und sagt, ja, das sind meine Eltern. Ja, und wenn meine Eltern so cool sind und so nett sind und freundlich sind und korrekt sind, leidenschaftlich sind, selbstbewusst sind, dann sind das meine Vorbilder und mein Gehirn kann sich entwickeln, wird sich gut entwickeln. Und dann kommt es noch darauf an, was machen wir daraus? Was machen wir persönlich daraus? Ab dem Moment, wo wir in der Lage sind, selbstständige Entscheidungen zu treffen, da wird es interessant. Ab diesem Moment wird es interessant. Denn dann sind wir ganz alleine dafür verantwortlich, welche Samen wir in diesem Boden, der noch unbehandelt ist, gießen. Und dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir das Unkraut jäten, dass wir das Unkraut mit der Wurzel rausreißen, nicht nur abschneiden, sondern rausreißen, irrationale Kerngedanken vernichten und durch rationale neue Gedanken erobern. Und dieses Potenzial und diese Macht haben wir alle.
Das steckt alles in uns. Ja, es ist tatsächlich so. Was ist der Unterschied zwischen 1,80 Meter männlich, 1,80 Meter männlich? Größer, kleiner, dicker, nur schwarze Haare, blonde Haare, dünne Finger, breiter Handgelenk. Ja, aber letztendlich ist es ein ähnliches Muster. Das Gehirn ist auch ähnlich. Das sieht so aus. Nur es wird anders benutzt. Und deswegen ist immer wichtig, wenn wir Erfolg generieren möchten, können wir das immer über unser Hirn. Mit was füttern wir unser Hirn? Welche Information bekommt dieses kleine Ding? Wenn es die richtige Information bekommt, wenn wir uns die richtigen Glaubenssätze aneignen, wenn wir das sogenannte richtige Mindset haben, dann füttern wir hier, nochmal visualisieren, nochmal den Boden, die guten Pflanzen, die schönen Blüten werden immer größer. Und dieses Potenzial hat man bis ins hohe Alter. Wenn du jetzt gerade vom Rechner sitzt oder vom Handy sitzt und sagst, ja super, aber ich bin ja jetzt schon 40 oder 45 oder 50 oder 55. Ah, hey, vergiss es. Unser Gehirn ist bis ins hohe Alter formbar, denn die alten Daten kann man überschreiben. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Natürlich geht das nicht innerhalb von kurzer Zeit. Denn auch hier gehört es dazu, dass wir einen langen Atem haben. Alte Glaubenssätze durch neue zu überschreiben, alte Routinen abzubauen und durch neue Routinen zu ersetzen, ist Masterclass. Das geht nicht einfach so. Dazu muss ich den Arsch an die Wand bekommen, den Arsch hoch vom Sofa. Ja, da heißt es, jeden Tag ein bisschen was dafür tun. Sei es mit den richtigen Leuten sich zu umgeben. Sei es die richtigen Medien anzuschauen und die richtigen Medien zu lesen. Sei es auch selbst, für sich selber mit der richtigen Sprache zu sprechen, entsprechend zu kommunizieren, seine Werte neu hinterfragen. Ist es okay? Bin ich ehrlich? Bin ich aufrichtig? Bin ich tatsächlich fokussiert? Bin ich tatsächlich ein gerechter Mensch? Bin ich tatsächlich motiviert? Liefere ich ab? Die Werte mal überprüfen. Ist es überhaupt so? Und an diesen Werten können wir arbeiten. Auch die sind nicht in Stein gemeißelt. Denn auch da ist es so, dass unser Gehirn dafür zuständig ist, zu bestimmen, ob es tatsächlich so ist. Sind wir davon überzeugt, dass wir Loser sind? Sind wir davon überzeugt, dass wir es nicht drauf haben? Sind wir davon überzeugt, dass unsere Gene so beschissen sind, dass wir es nie erreichen werden? Sind wir davon überzeugt, dass wir schon immer versagt haben und immer wieder versagen werden? Sind wir davon überzeugt, dass wir die Leistung nicht bringen können? Dann wird es auch so sein, denn so wie wir denken, so sind wir. Es gibt den Spruch, der Kopf geht vor, der Körper folgt. Wenn der Geist, unser Gehirn, in der Lage ist, es sich vorstellen zu können, werden wir in der Regel auch die Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Man darf nur nicht glauben, dass sowas im Fingerschnipsen funktioniert. Viele Menschen sehen andere, gucken andere an und sagen, boah, ist der gut, boah, ist der geil und das möchte ich auch können. Ihnen ist aber noch gar nicht bewusst, welchen Weg er gegangen ist, so zu sein. Wie viele Bücher er gelesen hat, wie viele schlechte Erfahrungen er gemacht hat, wie oft er auf die Fresse gefallen ist, wie viel Mal er verzweifelt war, wie viel Mal er glücklich war, wie viel Mal er glückliche Gedanken generiert hat, wie oft er trainiert hat, wie oft er sich gesund ernährt hat, wie oft er regelmäßig frühzeitig ins Bett gegangen ist und sich gegen Dinge entschieden hat, die in erster Hinsicht viel mehr Spaß gemacht hätten. Das wissen die gar nicht. Und so geht man her und denkt, ja, okay, ich hab's eh nicht drauf. Ich schaffe das eh nicht, weil, ja, wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich da hinkommen? Weil man diesen Weg auch nicht sehen möchte. Weil in unserem Universum gelten immer nur unsere Gesetze. Unsere Gesetzgebung sagt, so und so sieht's aus. Andere Gesetze lassen wir nicht zu, weil wir sie nicht kennen, weil wir Angst davor haben. Also bleibt alles so, wie es ist. Und am Ende des Tages sind wir Spezialisten im Beklagen und im Jammern. Das können wir hervorragend. Andere
in den Dreck ziehen und sagen, ja, das hat er nur erreicht, weil seine Eltern gut sind und ihm alles ermöglicht haben. Das hat er nur erreicht, klar, weil er Glück gehabt hat. Und das hat er nur erreicht, weil er Betrüger ist. Wir machen es uns immer sehr, sehr einfach. Derweil haben wir, hier ist es, hier ist unser Potenzial. Dieser kleine Kreis, der ungefähr die Größe hat meines Gehirns. Da drin steckt unser Potenzial. Das, was sich darin zusammenreimt, diese Vernetzungen, diese Netzwerke an Informationen, sind letztendlich die Grundsaat für unser Sein, Nichtsein. Dabei, ganz wichtig, geht es nicht nur immer um diesen monetären Erfolg. Wenn ihr jetzt denkt, ja, unbedingt Ferrari fahren, unbedingt einen Hubschrauber haben, was weiß denn ich? Um darum geht es nicht. Es geht darum, glücklich zu sein. Es geht darum, Erfolge für sich zu erreichen. Das kann ja sein, dass ich Weltmeister im Häkeln werde. Das kann ja sein, dass ich Weltmeister werde, für mich selber den schönsten Garten zu haben, die schönsten Blumen zu züchten. Und es geht ja nicht immer nur monetär um, ich möchte 500 Leute haben, ich möchte der reichste Mann der Welt werden. Ist auch schön, auch das kann man werden. Aber das ist nicht alleine, das meine ich nicht damit. Ich meine unser Potenzial im Gehirn, was wir haben, um letztendlich Zufriedenheit zu generieren. Denn Erfolg haben, erfolgreich zu sein, egal welchen Bereich für sich selber, hat ja auch was mit Zufriedenheit zu tun. Es hat ja auch was damit zu tun, dass wir uns was vornehmen und dass wir das Ziel erreichen. Denn Menschen, die ihre Ziele erreichen, Menschen, die Ziele haben, fühlen sich wohl. Und Menschen, die sich wohlfühlen, lächeln mehr. Und Menschen, die sich wohlfühlen, sind fitter. Und Menschen, die sich wohlfühlen, strahlen mehr Lebensfreude aus. Und was passiert damit? Sie stecken andere Menschen damit an. Und somit ist es eine Welle. Wir haben ein Leben vor uns. Und dieses Leben können wir gestalten. In diesem Leben können wir uns wohlfühlen. Öfters wohlfühlen wie schlecht fühlen. Wir können in diesem Leben tolle Sachen erreichen, tolle Sachen machen, tolle Dinge erleben. Können wir. Wir können aber auch das Gegenteil. Und dafür zuständig ist das hier. Nur das ganz alleine ist dafür zuständig, wo geht's hin, was werden wir erreichen, welche Erfolge werden wir feiern, mit welchen Menschen werden wir sprechen, wie viel wahre Lebensfreude werden wir haben. Und da gilt es, das ist jetzt so der Abschluss, was ich euch hier mitgeben möchte, dafür gilt es, dieses Teil mit den richtigen Informationen zu füttern. Dafür gilt es, dieses Teil mit den richtigen Nährstoffen zu versorgen. Dafür gilt es, dieses Teil regelmäßig mit genügend Sauerstoff zu versorgen, durch Bewegung, durch Sport. Dafür gilt es, dieses Teil auch mal ausruhen zu lassen. Unitaskzeit, Multitaskzeit rausnehmen, diesem Teil auch mal Entspannung zukommen zu lassen. Diesen Teil auch durch Meditation, durch Achtsamkeitstraining die Chance zu geben, dass es sich erholen kann, dass es leistungsfähig bleibt und noch mehr Leistung generieren kann. Und dafür gibt es viele Maßnahmen, denn jetzt sind wir wieder da, wo ich meinen Ursprung habe, in der gesunden Bewegung, in der so weit möglich artgerechten und bedarfsgerechten Ernährung und im Bereich der Achtsamkeit, im Bereich der Grundbausteine, denn dieses Ding haben wir alle. Jeder hat dieses Teil. Wenn wir es aber nicht hegen und nicht pflegen, wie soll es funktionieren? Wenn wir unseren Körper nicht hegen und pflegen, wie soll er funktionieren? Wie soll der eine angenehme Körpersprache ausstrahlen? Wie soll unser Charisma funktionieren, wenn wir das hier schlecht versorgen? Auch schlecht mit Lebensmitteln, mit Nährstoffen. Denn das Teil ist wichtig. Ist super wichtig. Ist unglaublich, welches Potenzial da drin steckt. Und wie behandeln wir das Ganze? Indem wir beschissene Sendungen anschauen, indem wir krasse Sachen angucken, die uns nicht weiterhelfen, indem wir Gedanken generieren, die uns nicht weiterhelfen, indem wir in alten Verhaltensmuster bleiben und nur über alte schlechte Sachen nachdenken, indem wir uns mit Menschen treffen, die nicht gut sind für uns, indem wir Drogen nehmen, indem wir Alkohol trinken, indem wir Fastfood essen, unser Gehirn unterversorgen mit den wichtigsten Stoffen, ist das die Pflege für ein System, das mega Leistung bringen kann? Nein, ist es definitiv nicht. Das ist das, was ich heute euch mitgeben wollte. Dieses Teil hier, unser Gehirn, ist der Garant
für Sieg oder Niederlage, für Erfolg oder Nichterfolg, für viel Glück oder wenig Glück, für Katastrophe oder Sonnenschein. Dieses Teil hier. Und das können wir jederzeit neu versorgen mit Informationen, neu pflegen. Es ist nie zu spät, egal wie alt du da draußen bist, egal wie alt du bist. Du kannst jederzeit an dieser Thematik arbeiten und dafür ist es vielleicht jetzt gerade Zeit, wenn du jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzt, vor deinem Rechner, vor deinem Handy sitzt und sagst, ja, stimmt, dann tu es jetzt. Tu es jetzt, schieb es nicht vor dir her, jetzt gilt die 72-Stunden-Regel, die goldene Regel. Komm jetzt ins Tun. Sorge jetzt dafür für die ersten Schritte. Sorge jetzt dafür, dass du Futter bekommst für das Wichtigste, was du hast. Einmal hier Futter rein, einmal hier Futter rein, einmal hier Futter rein. Und dann wirst du sehen, wenn du an der Stange bleibst, wenn du Geduld hast, wirst du ein Leben gestalten können. Du wirst Dinge erleben, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Und jetzt muss ich weitermachen, jetzt kommt der Nächste. Dankeschön, hier war Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.